بعدنا خمسه باي ما دا با با باي دا با داي ما دا با باي داي داي ما دا با با باي دا با داي ما دا با دا باي. Es ist einmal ein Mann gsi, ich nenne ihn Izigor, aber es könnt grad so gut der Ahmed sein, das sei er des Sabor. Er kommt aus einem Land, wo die Touristen nehmen an den Weg, und was mit Bomben und mit Minen ziemlich Gas gegeben. Hey. Von zwei verwandten Köpfen, die auf fünf Nachbarn verschossen, hat er sich mit der Familie für eine Migration entschlossen, hat seine sieben Sachen gepackt. Die Frage ist nur, wohin? Da hat er sich einen Rat geholt beim Kreis von vis-à-vis. Junger Mann, der Fall ist klar, der beste Ort zum Wohnen ist, glaub mir, sie mal vor, sondern hinter der Kanonen. Bei Madabapa, bei Dapadai, Madabapa. Igor sagt, das leuchtet ein, auch wenn die Armee heute angerstickt, sie ist wohl immer noch am sichersten, wo die Bomben rausschicken. So ist er auf die Suche, hat sich überlegt, wo kommen denn die Bomben her, wo plötzlich eine ist runtergefallen. Bis in sein Haus sind Stücke geflogen von einer riesen Explosion, auf einem von den Bombenresten liest er Made in Lurikon. Der Igor sagt, der muss es sein, hat sich auf den Weg gemacht, über Berge, Seen, durch Stürme und schwarze Nacht. Da kommt er an eine Grenze, ein Mann sagt, halt wohin. Der Igor sagt, auf Görli kommt, jetzt sollte es am besten sein. Ach, meine Güte, noch so einen, was fällt euch denn ein? Ihr seid schon bald eine Invasion mit King und Kegel innen drin. Kanonen haben wir ganz aufwendig müssen produzieren. Und jetzt kommt ihr um, von dieser Lage zu profitieren. So ist das Leben, es braucht halt immer Leute auf beiden Seiten. Wenn alle bloß dahinter ständen, könnte man gar nicht streiten. Dann würde es sich gar nicht lohnen, Kanonen zu produzieren. Und dann würde man hierzulande Arbeitslosigkeit riskieren. Geht zurück, sonst sagt man euch ein Parasiten voller Sack. Und gehört wer bis zum Lebensende zum unerwünschten Pack. Aber wenn's noch ein bisschen trösten kann, unsere Kunden zu betonen, wenn der Wind aus guten Ecken kommt, uns deine Stadt die schonen. All das Revoluzzer-Denken weiss nicht, was es soll. Sollte doch klar sein, es gibt halt nie ein Paradies ohne eine Hölle. يلا 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 روح يلا 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 ي